Die Wasserpumpe ist wichtig, damit der Motor funktioniert. Sie ist verantwortlich für die Kühlmittelzirkulation. Die Nichtbeachtung der in diesem Video gezeigten Einbau- und Vorgehensweise kann zu bleibenden Schäden am Motor führen. Scannen Sie den QR-Code auf dem PowerGrip-Kits von Gates, der Sie zu den spezifischen Montageanleitungen und technischen Tipps für Ihr Kit führt. Im PowerGrip-Kit von Gates finden Sie die Wasserpumpe und die dazugehörige Dichtung. Fast alle Wasserpumpen werden mit einer passenden Dichtung geliefert. Falls die Dichtung im Kit enthalten ist, darf auf keinen Fall Dichtungsmasse hinzugefügt werden. Es gibt verschiedene Arten von Wasserpumpen. Einige haben eine Belüftungsöffnung und eine Entlüftungsöffnung oder eine Entlüftungskammer. Der natürliche Reflex ist es, die Wasserpumpe zur Hand zu nehmen und die Pumpenwelle zu drehen, um die Funktion zu überprüfen. Dies ist jedoch ein großer Fehler, der zu bleibenden Schäden an der Wasserpumpe führen kann. Weshalb? Die mechanische Dichtung im Inneren ist noch nicht geschmiert. Das Kühlmittel erfüllt noch nicht seine Funktion, zwischen den statischen und dynamischen Dichtungen abzudichten und zu schmieren. Ein Trockenlauf der Wasserpumpe führt zu einer starken Reibung zwischen den beiden Komponenten und beschädigt diese vor dem Einbau bereits auf irreparable Weise. Dieses kann zu ständigen Kühlmittelaustritten an der Wasserpumpe führen. Wie kann man Schäden durch einen Trockenlauf der Wasserpumpe vermeiden? Wenn Sie die Wasserpumpe vor dem Einbau drehen wollen, müssen Sie sie in Kühlmittel eintauchen und etwa 10-mal von Hand drehen, damit sich eine Abdichtung bildet, die wie ein Schutzfilm zwischen den statischen und dynamischen Dichtungen wirkt, ähnlich dem Film, der durch das Öl zwischen der Zylinderwand und dem Kolbenringen entsteht. Vor dem Einbau der Wasserpumpe muss das Kühlsystem unbedingt entleert werden. Es wird empfohlen, das PowerClean Flush Tool von Gates zu verwenden, das alle Verunreinigungen, Partikel und Ablagerungen entfernt. Eine Entleerung ohne dieses Tool ist nicht ausreichend. Falls die Verschmutzungen, die das System verunreinigen, in die Wasserpumpe gelangen, könnten die Dichtungen beschädigt werden und Undichtigkeiten entstehen. Aus diesen Gründen muss die Entleerung vor dem Einbau der neuen Wasserpumpe durchgeführt werden. Bevor eine neue Wasserpumpe eingebaut wird, sollte das Kühlsystem immer vollständig entleert und gespült werden. Vor dem Einbau der neuen Wasserpumpe muss die Oberfläche dort, wo die Wasserpumpe eingebaut werden soll, gereinigt werden. Überprüfen Sie auch das Ausdehnungsgefäß, um sicherzugehen, dass sich darin keine Verunreinigungen oder Ablagerungen mehr befinden. Falls erforderlich, nehmen Sie es heraus und reinigen Sie es, bevor Sie das System neu befüllen. Die Wasserpumpe kann mit einer Papierdichtung, einer Metalldichtung, einer Verbunddichtung oder einer Gummidichtung geliefert werden. Falls die Dichtung im Kit enthalten ist, darf auf keinen Fall Dichtungsmasse hinzugefügt werden. Die Verwendung von Dichtungsmasse führt zu einem Überschuss an Masse, die sich beim Anziehen in der Wasserpumpe und im Bereich des Flügelrades ausbreitet und somit in die mechanische Dichtung gezogen wird. Einige Wasserpumpen werden nicht mit einer Dichtung geliefert. In diesem Fall müssen Sie darauf achten, dass Sie die Dichtungsmasse richtig und maßvoll auftragen. Es ist wichtig, den Zustand der Dichtung zu überprüfen, bevor die Wasserpumpe eingebaut wird. Wenn sie beschädigt ist, kann sie ihre Aufgabe nicht erfüllen. Wenn die eingebaute Wasserpumpe mit einer Gummidichtung geliefert wird, muss die Dichtung mit Kühlmittel bestrichen werden, damit sie sich leichter einbauen lässt und die Wasserpumpe leichter in die Montagestellung gleiten kann. Füllen Sie das Kühlsystem mit der vom Hersteller empfohlenen Flüssigkeit. Verwenden Sie niemals gebrauchtes Kühlmittel wieder, da die Partikel und/oder Verunreinigungen zu einer frühzeitigen Beschädigung der Wasserpumpe führen. Verwenden Sie niemals Leitungswasser. Wasser hinterlässt Mineralien im Kühler und im Kühlsystem. Und wenn sich diese lösen, können Sie die Dichtung der Wasserpumpe beschädigen. Mischen Sie niemals verschiedene Kühlflüssigkeiten. Wenn Sie sie mischen, kann eine chemische Reaktion entstehen, die Ihr Fahrzeug schwer beschädigen kann.
Wenn zwei verschiedene Kühlmittelarten gemischt werden, kann das Gemisch koagulieren. Statt einer leichten, leicht fließenden Flüssigkeit verwandelt es sich in eine gelartige Substanz, die die Kühlmittelzirkulation durch die verschiedenen Elemente des Systems verhindert, was im Falle einer Motorüberhitzung zu schweren Schäden führen kann. Sobald das Kühlsystem gefüllt ist, muss die Wasserpumpe mehrmals von Hand gedreht werden, damit das Kühlmittel zirkuliert und einen Film zwischen den statischen und dynamischen Dichtungen bildet. Nun müssen die Antriebkomponenten des Riemenantriebs PowerGrip Kit montiert werden. Sobald diese Elemente angebracht sind, müssen Sie das gesamte Kühlsystem gemäß den Empfehlungen des Herstellers befüllen. Lassen Sie den Motor ein paar Minuten lang laufen und prüfen Sie ihn auf Dichtigkeit. Während der Einfahrzeit ist ein leichtes Auslaufen des Kühlmittels mit ein paar Tropfen auf dem Boden akzeptabel. Dies bedeutet, dass sich der Film in der mechanischen Dichtung noch nicht vollständig gebildet hat und die Flüssigkeit durch die Entlüftungsöffnung austritt. Dies sollte jedoch schnell aufhören. Ein anhaltendes Auslaufen ist nicht normal. Falls die Wasserpumpe eine Entlüftungskammer hat, wird die austretende Flüssigkeit dort gesammelt. Im Deckel befindet sich ein kleines Loch, durch das die Flüssigkeit verdampfen kann, wenn sie in Kontakt mit der Luft kommt. Denken Sie daran, diese Anweisungen zu befolgen, um unnötige Kosten aufgrund von Garantieproblemen zu vermeiden und Zeit zu sparen.